Hallo und herzlich willkommen, ich bin IPNX und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic. Ja, und wir machen weiter mit unserem Jedi-Ritter und betreten jetzt unsere Phase hier. Irgendwie hat das nicht funktioniert, oder? Der Turbolift ist gesperrt. Aber keine Sorge. Imperiale Sicherheitscodes zu hacken ist ein Hobby von mir. Gib mir 2 Sekunden. Oh oh. Jemand kommt mit dem Turbolift runter. Bereitet euch auf einen Kampf vor! Doc, ich dachte schon, die Imperialen hätten dich erwischt. Gleichfalls, Remy. Wie geht's, alter Kumpel? Wie immer. Ich tue so, als würde ich mit den Imperialen kooperieren und hintergehe sie, so oft ich kann. Wir sind hier, um das Imperium zu schlagen. Könnt ihr uns in die oberen Ebenen bringen? Klar. Die Imperialen haben mich bei der Müllverwertung eingesetzt. Ich habe eine Datenkarte, mit der ich reinkomme. Sie gehört euch. Das Problem ist, da stehen alle paar Meter Wachen. Deshalb reise ich mit einem Jedi, Remy. Tut mir leid, das Wiedersehen zu verkürzen. Wir haben einen langen Kampf vor uns. Und ich habe endlich einen Weg hier raus. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Doc. Hallo, seid ihr da? Hier ist Colonel Finley. Es gibt ein neues Problem. Der Widerstand hat erfahren, dass die Imperialen an Waffen mit Tarntechnologie forschen. Stellt euch das Chaos vor, wenn der Feind seine Raketen und Bomben tarnen könnte. Das Imperium würde uns vernichten. Ihr müsst alle imperialen Forschungsergebnisse über dieses Projekt sicherstellen und zu uns bringen. Es muss da oben irgendwo ein Computernetzwerk geben. Das ist vielleicht unsere einzige Chance. Tut alles, was in eurer Macht steht. Finley, Ende. Okay, dann machen wir das. Boah, sind hier schon wieder viele, ne? So, boah, Leute, meine Nase juckt. Boah. Dahin. Ey, hat er mich geschubst? Hast du mich geschubst? Aufs Maul, so. Tot. So. So, da. Was heißt hier? Wah, wah. Ich habe die Forschungsdaten über das imperiale Tarnwaffenprogramm gefunden, aber irgendetwas stimmt nicht. Sie fangen an, sich selbst zu löschen. Ich habe die ganze Zeit über Turbolift-Datenkarten benutzt, als ich hier war. Sie funktionieren auch mit Computern. Vielleicht können wir die Dateien auf die Datenkarte überspielen, die Remy uns gegeben hat. Und sie kopieren, bevor sie gelöscht werden. Na, wie findet ihr das? Es hat funktioniert. Nicht schlecht, oder? Ihr habt schnell reagiert. Gut gemacht. Schnell ist mein zweiter Vorname. Hm. Glaubt ihr, das Imperium weiß, dass wir hier sind? Oh ja. Das ist der hässlichste Otto, den ich je gesehen habe. Ah.
Risiken und Nebenwirkungen, aber ja. Opa. Bäm. So, da ist auch noch was. Da ist auch noch was. Haben wir jetzt alle hier? Ja, leuchtet hier nichts mehr, oder? Ne. Gehen wir mal hier hoch. Oh, guck mal. Da ist was blue. Okay. Hier sind auch noch Vorräte. Da hinten auch. Bäm. Ach komm, ey. Das hast du doch gar nicht gesehen. Komm, einer kann sogar ohne Lichtschwert kämpfen, ey. Nur mit der Fäuste. Der ist aber schnell verreckt. So. Da ist noch so ein Ding. Und dann wartet da drüben schon einer. Soll ich jetzt etwa Angst haben? So, und dann hauen wir jetzt Lord Ratzig um. Attacke! Kann ja gar nichts. Ich habe jetzt echt gedacht, es fehlt jetzt so ein etwas härterer Fight oder so, aber nö. Sind das unsere Leute schon? Ja. Keinen Schritt weiter. Wir sind hier beinahe fertig. Nikolan, was soll denn das? Der Tarnprototyp gehört den Bewohnern von Balmorra und nicht der Republik. Das hier ist unsere Welt, unser Krieg und unser Sieg. Behaltet eure verdammte Welt, aber die Jedi bekommen die Tarnvorrichtung. Gebt sie her. Sofort. Ihr besitzt hier keine Autorität. Jahrzehntelang haben wir für diesen Planeten gekämpft, während die Republik vor dem Imperium Männchen machte. Und jetzt kommt ihr zurück und wollt unsere Ressourcen stehlen? Dieser Prototyp ist wahrscheinlich die wertvollste Technologie auf ganz Balmorra. Den bekommt ihr nicht. Ich dachte, die Jedi legen so viel Wert auf Gerechtigkeit. Dann lasst uns auch das, was rechtmäßig uns gehört. Die Jedi werden die Technologie zurückgeben, sobald sie damit fertig sind. Bitte händigt sie mir aus. Die Jedi werden das hier zurückgeben, sobald sie damit fertig sind. Gib's ihnen, Evas. Ich würde euch ja mitnehmen, aber diese Fähre ist leider nur ein Zweisitzer. Viel Glück auch. Das ist ja mal nett gesagt. Eins ist sicher. Ich arbeite nicht mehr für den Widerstand. Habt ihr eine freie Koje auf eurem Schiff für einen ausgezeichneten Kampfsanitäter? Meine Mission ist gefährlich. Seid ihr sicher, dass ihr darin verwickelt sein wollt?
Gefahr macht mir keine Angst. Und verwickelt ist mein zweiter Vorname. Warren, ich habe den Prototyp der Tarnvorrichtung. Ein Hoffnungsschimmer nach dem heutigen Blutvergießen. Ich kehre zur republikanischen Basis zurück, auf der ihr zuerst gelandet seid. Trefft mich dort. Okay. So, sprich mit Warren. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Wo sind wir denn am Anfang? Gorinth Außenposten? Sundari? Wo war das? Wo bin ich denn jetzt gerade? Da. Ich meine da. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich reiß da jetzt einfach mal hin und guck, ob das richtig ist. Ja, sogar voll richtig, ey. Hammer. Ey. Stimmt, wir waren schon Urzeiten nicht mehr beim Lehrer. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Oh, und dann haben wir nur eine neue Fertigkeit. Wir können jederzeit zusammen üben. Ja, super. Oh, okay. Lichtschwert werfen. Nice. Ich habe den Prototyp der Tarnvorrichtung und die imperialen Forschungsdaten. Wir haben dem Feind einen beträchtlichen technischen Vorsprung genommen und seine Vormacht auf Balmora gebrochen. Ich werde die Forschungsdaten nach Coruscant schicken. Ein Dr. Godera wartet schon darauf. Wie ich gehört habe, ist er ein Freund von euch. Grüßt den Doktor von mir. Das werde ich. Es war mir ein Vergnügen, mit euch zu arbeiten. Ich hätte gedacht, ein solch wichtiges Gerät wäre beeindruckender. Ich werde es Meister Braga und dem Rat auf Tython bringen. Meister Bragas Vertrauen in euch ist nicht unbegründet. Es ist mir eine Ehre, mit euch zu dienen. Das beruht ganz auf Gegenseitigkeit. Macht es gut, mein Freund. Ihr solltet Meister Braga kontaktieren, wenn ihr auf euer Schiff zurückkehrt. Er kann es kaum erwarten, von euch zu hören. Lebt wohl. Okay. Aufs Schiff. Das klingt doch gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg aufs Schiff. Moment mal, ich habe doch hier eigenes Raumschiff. Also sehen wir uns gleich oben auf dem Schiff. So, da sind wir auf dem Schiff. Holo Terminal. Meister Braga, die Mission auf Balmora war ein Erfolg. Wir haben den Prototyp der Tarnvorrichtung. Hervorragend. Ich habe keinen Moment an euch gezweifelt. Wie hat euch die Arbeit mit meinem alten Freund Warren gefallen? Ich war immer beeindruckt von seinem scharfen Verstand. Warren hat ein Talent dafür, die Wahrheit zu erkennen. Diese Gaben sind lebenswichtig, um unser ultimatives Ziel zu erreichen. Ihr habt uns einen großen Schritt näher daran gebracht, den Imperator zu finden. Aber es gibt ein neues Problem. Ich habe den Kontakt zu meinem Padawan unter ungewöhnlichen und gefährlichen Umständen verloren. Ihr seid auf einzigartige Weise dafür qualifiziert, euch darum zu kümmern. Was macht mich so besonders? Eure ehemalige Schülerin Kira hat viel mit meinem Padawan gemeinsam. Saya ist kein gewöhnlicher Padawan. Er war einst ein Sith Lord, ein Mitglied des Rats der Sith im Imperium. Wir haben uns auf Dantooine duelliert. Haben 3 Tage lang gekämpft. Ich habe gewonnen, als ich ihn überzeugte, die dunkle Seite hinter sich zu lassen und sich zum Jedi ausbilden zu lassen. Ihr habt ein Mitglied des Rats der Sith auf die Seite der Jedi geholt? Unglaublich. Auch ihr habt bereits den Feind bekehrt. Dank euch macht der ehemalige Lord Braven große Fortschritte bei den Jedi. Saya hat die Art der Jedi in vollem Maße angenommen. Was immer auch geschehen ist, war nicht seine Schuld. Er hat einen republikanischen Stützpunkt auf dem Planeten Quesh bewacht, als das Imperium einfiel und unsere Gebiete angriff.
Das Imperium würde seine Truppen nicht einsetzen, wenn Quesh den Aufwand nicht wert wäre. Es ist das größte Zentrum zur Produktion von Kampfstimulantien in der Galaxis. Sie stellen einen wichtigen militärischen Rohstoff dar, besonders jetzt, wo der Krieg wieder ausgebrochen ist. Ich habe gerade mit einem Soldaten auf Sayas Stützpunkt gesprochen. Er ist von imperialen Truppen umzingelt und mein Padawan weigert sich, etwas zu unternehmen. Ohne die Hilfe der Jedi wird der Stützpunkt fallen. Mein Padawan antwortet nicht auf seiner Holofrequenz. Klingt, als hätte er vor etwas Angst, aber vor was? Nur ein starker Jedi kann Saya helfen und den Stützpunkt retten. Ich übermittle jetzt die Koordinaten des Planeten. Meister Braga, Ende. Geh, er braucht dich. Und du brauchst ihn. Ihr habt mich noch niemals auf Abwege geführt, Meister Orgus. Alles klar mit euch? Die Holo-Übertragung ist vorbei. Das ist Jedi-Sache. Davon versteht ihr nichts. Das klingt dringend. Wir sollten sofort nach Quesh aufbrechen. Okay. 35. Ja, ich würde aber sagen, in der nächsten Folge machen wir uns dann auf den Weg nach Quesh und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Kommentare und ich sag, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.